Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Aufgebraucht-Video mal anders. Ihr wisst ja, also für alle, die neu sind, das mal anders. Das hat sich so im Laufe der Zeit so herauskristallisiert, dass ich immer Videos aneinander schneide, wenn gerade etwas in dieser Tüte voll ist oder nicht oder wann ich Lust habe oder wie auch immer, dass ich immer wieder Videoclips aneinander schneide, damit die Reviews erstmal relativ frisch sind und nicht einen kompletten Monat alt. Und natürlich auch für mich, das ist nicht ganz komplett uneigennützig, ne, muss ich dazu sagen, weil schließlich habe ich dann den Müll quitt, ne, und muss nicht leben wie ein Verpackungsmessi, was ich richtig gut finde. Ja, und dann habe ich noch in der Infobox stehen dann so ein paar Daten für mich, weil ich rechne mir nämlich immer aus, wie viele Produkte ich aufbrauche, aussortiere. Ja, und was das so an Kosten verursacht im Monat. Das ist mal ganz interessant für mich selber, vielleicht auch für euch. Lohnt sich vielleicht also tatsächlich mal einen Blick in der Infobox vielleicht. Ja, ich habe tatsächlich, mit ein paar Mädels, zum Beispiel mit der lieben Tabea, mit Melo Flori und mit Elisa Make-up, habe ich eine kleine Challenge laufen, dass wir 52 dekorative Kosmetikprodukte leer machen in diesem Jahr. Also pro Woche eins. Es wird schon ziemlich schwer werden. Es sind zwar auch Parfüms und sowas dabei, was dann für mich, Gott sei Dank, vielleicht so eine kleine Chance geben könnte. Obwohl so ein Parfüm dauert ja natürlich auch Ewigkeiten, bis es leer ist. Aber alle Produkte, die ich bisher aufgebraucht habe, findet ihr auch aufgelistet in der Infobox. Und es kommen, Gott sei Dank, auch wieder welche dazu gleich. Ja, ich zeige euch erstmal so ein bisschen, was ich leer gemacht habe. Und zwar von Nivea die Pflegedusche. Die sieht so aus, dass es die Seidenmousse und die finde ich voll toll. Ich finde den Duft mega mäßig. Ups, da kam noch Wasser raus. Hab nämlich gestern Abend den Rest aufgebraucht. Also super mega. Ich mag den Duft sehr und die Pflegewirkung mag ich auch. Also ja, Nivea halt. Ne? Ich mag das sehr gerne. Ja. Und ja, alle, die Nivea mögen, werden das lieben, mögen, wie auch immer. Ich habe von Isana 60 Wattepads Super Soft aufgebraucht. Komischerweise, ich muss das immer so rumhalten statt so rum, weil so rum stellt das nicht scharf. Ich habe das mittlerweile schon raus in dieser Wohnung jetzt. Also, aber selbst jetzt hat das so ein kleines Problem schon, ne? Naja, auf jeden Fall Super Soft. Die sind allerdings nicht so schön Super Soft wie die von Eblin, muss ich sagen. Aber die haben ihren Dienst getan. Dann haben wir Anti-Kalk-Gel aufgebraucht. Sollte man ja immer wieder doch in die Waschmaschine mit beim Waschgang zutun. Mache ich jetzt nur jede zweite Wäsche. Also, ja. Ne? Also, das war jetzt von Gut und Günstig, also von Edeka, die Eigenmarke. Das reicht immer, finde ich, voll und ganz. Ich habe noch ein Duschgel leer gemacht. Und zwar eher das, wofür ich mich halt, das nehme ich halt nicht als Duschgel selber. Das nehme ich so als Abschminkprodukt, habe ich es verwendet. Und als Intimwaschlotion und so weiter. Und zwar die ultrasensitiv Duschgel-Sache hier von Balea Med. Ja, fand ich ganz gut. Allerdings finde ich mein Eucerina, wie das Zeug da heißt, von Norma, was ich immer nehme, besser. Dann habe ich von L'Oreal Studio Line das Hot Glatt leer gemacht. Das ist dieses Produkt hier und ich finde das richtig gut. Das hat mir L'Oreal, war das dieses oder hatte ich das schon längst leer? Naja, auf jeden Fall, ein von so einem Produkt hat mir L'Oreal auch zugeschickt zum Testen. Und ja, was soll ich sagen? Ich fand's gut. Ich fand's echt richtig gut. Ja, und dann habe ich noch eine Probe, sehe ich gerade, leer gemacht. Und zwar von L'Occitane eine Ultra Rich Cream. Ja, war halt ein Klecks Creme drin, ne? Ja. Ich muss noch mal ganz eben was holen gehen. Komm, ich wupsala wieder. So, das ist nämlich ein Roll noch. Ja, und dann, wie gesagt, habe ich tatsächlich so ein bisschen Dekorative leer gemacht. Ups, Gott sei Dank, für meine Challenge. Und zwar habe ich nämlich einmal den Smashbox Photo Finish Primer aufgebraucht in 7,1 ml, weil das zählt Gott sei Dank schon für ein Produkt, weil wir haben ausgemacht, wenn wir kleine Produkte haben, ab 5 ml zählt ein Produkt. Und zwar ist es dieser hier. Habe ich heute Morgen den Rest verwendet. Aber ich glaube, ich brauche keinen Primer. Zumindest keinen Primer, der langanhaltend ist. Vielleicht für besondere Anlässe mal ja, aber für den Alltag würde ich es jetzt nicht brauchen. Aber vielleicht so einen mit Glow-Effekt, ja, aber sonst brauche ich es aber nicht. Dann habe ich mein NYX Dewy Finish
Setting Spray aufgebraucht von NYX und das ist super mega. Ich finde das wirklich genial. Ich mag das hier halt lieber als die Matt-Version, weil ich mag es ja lieber glänzend. Und ja, wer halt trockene Haut hat und auch gerne über den Tag strahlen möchte und nicht Matt-Look haben möchte, dem kann ich das hier sehr, sehr, sehr empfehlen. Da habe ich auch noch zwei Backups von. Steht hier schon. So, dann habe ich auch Dewy von Hoola, den Benefit Bronzer. Das ist die Flüssigversion, die trage ich auch heute auf meinen Wangen, beziehungsweise noch mit Rouge, aber ich habe den heute leer gemacht und der hat auch 5 ml, ist also auch ein Produkt und ich bin da echt froh drüber und ich finde das Produkt sehr gut. Davon habe ich auch noch ein Backup. Ja. Und dann, hiervon habe ich auch ein Backup, also die Produkte sprechen total für sich. Und zwar war das ein Augenbrauenstift von P2 in der Farbe Stylish Blonde. Den trage ich allerdings heute Morgen nicht mehr, weil der ist am Wochenende leer gegangen und ich habe jetzt wieder ein anderes Produkt drauf. Aber den hier werde ich auf jeden Fall demnächst wieder aus meiner Backup-Schublade raussuchen. Aber ich habe noch sehr viele andere Produkte, deswegen kommen erstmal ein paar andere dran. Aber er ist leer und er ist für mich leer, weil da ist nur noch so ein Stück dran und ich kann ihn nicht mehr anspitzen. Das ist zu mühsam und der war vorher so und das passt für mich. Der ist leer. Ja. Es sind wieder ein paar Produkte leer, beziehungsweise habe ich sowas aussortiert. Ich bin ja halt bei dem ganzen, ja, die klattern halt im Moment. Eigentlich bin ich ja dabei, meine Spielsammlung abzufilmen. Aber dabei kommen ja dann doch wieder hin und wieder ein paar Produkte herbei, die, ja, aussortiert werden. Naja, aber ich habe hier erstmal drei Stück, die ich wieder aufgebraucht, beziehungsweise... Oh mein Gott! Warte! Oh! Oh, boah, da Spinne drin. Oh, boah. Ist die jetzt raus? Boah, boah. Boah, wo ist sie hin? Also normalerweise habe ich echt keine Panik vor Spinnen und so. Aber ich muss die nicht direkt vor meiner Nase haben. Ich gucke nochmal eben rein. Ach, da ist sie. Moment. Ich habe sie kurz rausgebracht. Also, dieses kleine Fauxpas, ne? Vergessen wir mal wieder, ja? So ein Monster-Tier, ja? Schreit vor so einem Tier. Naja, gut. Ja. Naja, gut. Ich habe leer an mich gemacht, das L'Oreal Studio Line Hot and Curl. Das ist dieses, ja, Sprühzeug. Das habe ich ja mal von L'Oreal im Probepaket zugeschickt bekommen. Ja, fand ich sehr gut. Würde ich mir auch immer wieder kaufen, aber ich habe noch genügend so Sprühsachen, die meine Locken dann zur Geltung bringen. Aber ich muss sagen, wenn die ganzen Produkte leer sind, würde ich tatsächlich zu diesem hier greifen, weil ich fand es sehr, 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 sehr gut. Ja. Naja, und dann habe ich von Avon aus dieser Skin So Soft Reihe, habe ich dieses Endless Touch aufgebraucht. Ist jetzt zu der Seite, wo das scharf stellt, oder zu der? Ich glaube zu der. Dieses habe ich aufgebraucht. Das war so ein Körperspray, was halb Öl und halb Spray war, sage ich jetzt einfach mal. Und es hat so unglaublich gut gerochen. Ich habe nämlich, ja, wenn ich abends geduscht habe, habe ich das halt drauf getan. Und dann im Bett habe ich immer gedacht so, was riecht hier so gut? Ja, und es war tatsächlich ich. Es war das hier. Voll gut. Würde ich mir immer wieder neu kaufen. Ich habe davon noch ein paar, ja, wird bestimmt noch mal in meinem Körbchen wandern, wenn ich noch ein paar Avon bestelle. Und dann habe ich tatsächlich dieses Ding hier leer aufgebraucht. Und zwar ist das von Venus. Ist das ein Einwegrasierer, ja? Also, der sieht aus wie der so normale Rasierer. Das war aus der Summer Edition und die werde ich mir auf jeden Fall wieder kaufen, wenn diese Summer Edition wieder rauskommt. Ich gucke immer mal wieder, ob sowas in der Art da ist, aber nein, ist es nicht. Aber es ist, die waren so gut. Ich habe die wirklich, lass mich nicht lügen, im September habe ich das mit zu meinem Freund genommen damals, als wir noch nicht zusammen gewohnt haben. Und wir haben jetzt Mai. Und jetzt wurde er erst stumpf. Ich habe den aber... Ich habe nicht immer nur den genommen, ich habe auch mal andere verwendet. Aber ich habe den, ich sag mal, einmal die Woche habe ich den hier verwendet. Und wie lange der scharf blieb, das war abnormal. Besser als alles andere. Dann habe ich schon mal etwas, was ich euch jetzt schon mal zeige. Obwohl das noch eine Woche muss ich das noch ja, eigentlich aufbewahren, weil es in meinem 5 Produkte einen Monat reingehört. Und zwar ist das von UMA, dieser Lipgloss. Der, warte, andersrum wieder. Oh,
dieser Lipgloss hier, den habe ich ja in meinem 5-Projekt oder wie gesagt drin. Der ist allerdings gekippt. Der riecht noch super gut und so. Ich habe den aber ein paar Mal auf den Lippen aufgetragen und davon sind meine Lippen furchtbar trocken geworden. Außerdem hat er sich so ganz komisch getan auf den Lippen. Und ja, der muss jetzt meine Schminksammlung verlassen. Ich habe ihn demnach natürlich auch nicht so verwendet mehr. Aber wollte ich nur sagen, der ist auch aussortiert. Der ist übrigens auch aussortiert. Da werde ich auch gleich noch eine Haul-Review zeigen. Und zwar das hier. Ups, das hier. Das ist nämlich das L'Oreal Elvital Öl Magique Shampoo und Pflege, also die Pflegespülung. Fand ich ganz schlecht. So schlecht, dass ich es wirklich nicht weiterverwenden möchte. Ich habe tatsächlich, hatte ich das, meine Haare, die fühlten sich einfach nur stumpf und strohig an, schon beim Einschäumen. Ich bin da noch nicht mal mit meinen Händen so durchgekommen. Durch meine nassen Haare, selbst mit Spülung, ja. Also man nimmt ja die Haare, also ich nehme die Haare und dann schäumt man das hier ein und dann, ich bin da nicht durchgekommen. Wisst ihr, wie ich meine? Normalerweise mache ich dann einfach so mit der Spülung. Und käme die halt unter der Dusche aus, aber ich bin hier hängen geblieben. Ich kam nicht durch, die waren total verfilzt unter der Dusche und das ist abnormal, das ging gar nicht. Und auch so vom Pflegegefühl, also von dem Gefühl, vom Anfassen, geht gar nicht, mag ich überhaupt nicht und deswegen kommt das schon wieder raus und ja, das reicht für mich beim Testen. Dann habe ich hier ein, dieser Lidschattenstift von, wie heißt die Marke? Keine Ahnung, hatte ich mal im Tauschpaket drin. Ich glaube von der Moldavid, glaube ich. Das, auf der einen Seite ist hier ein so ein Lidschattenstift, nenne ich es jetzt einfach mal, und auf der anderen Seite ein wunderschöner Kajal. Die Farben sind auch sehr schön, aber ist jetzt für mich, um ehrlich zu sein, nichts Besonderes, dass ich das behalte. Und ja, das hier habe ich jetzt dann aussortiert. Ich hoffe, das stellt sich scharf, doch ich denke ja. Das werde ich aussortieren, genauso wie das, was ich letztens schon im Tauschpaket drin hatte von der... Ich komme durcheinander, ich hatte in letzter Zeit so viele Trashpäckchen gehabt, aber es war halt im Trashpäckchen drin. Und zwar das Clinique Parfum Happy. Habe übrigens jetzt auch meinen Kajalstift wieder gefunden, den ich vor, ich glaube, 2 Monaten in diesem 5-Projekte-Ding drin hatte. Und zwar den Manhattan Kohl Kajal in der Farbe Weiß, den werde ich jetzt auch aussortieren. Und diese Lidschattenpalette von Essence All About Nude Eyeshadow Palette, das ist diese hier, die habe ich letztens auch im Tauschpaket gehabt. Der werde ich jetzt auch direkt schon goodbye sagen, weil es sind doch nicht so die Töne, wo ich sagen würde, Jenny, nimm dafür nicht deine Urban Decay Naked, wenn ihr versteht, was ich meine, und deswegen kommt die weg. Aussortiert habe ich auch einen Lippenstift aus dieser... Maybelline The Color Sensational Reihe. Riecht noch sehr gut. Der sieht ein bisschen, leider so ein bisschen, ja, der ist nicht kaputt oder so, aber so ein bisschen angedatscht. Ist eine wunderschöne rote Farbe. Eigentlich genau meins. Aber genau den gleichen Ton habe ich mir halt aus einer anderen, von einer anderen Farbnamen her aus New York mitgebracht damals. Und dann tue ich den hier weg. Das ist die Farbe 542 Pleasure Me Red. Sehr schöne Farbe. Dann habe ich 3, ist das richtig? Ja, 3 Lip Liner aussortiert. Einmal von Catrice in der Farbe so Roof is on Fire. Von Catrice auch einer, der heißt And the Sherry on the Top. Und einmal von P2 diesen Perfect Lip Liner in der Farbe Beige. Und die sehen, das sind diese hier. Die habe ich in meinem letzten Lip Pencil, die Clutter, aussortiert. Und dann habe ich noch beim Deklattern letztens 6 von meinen Astor Lip Buttern aussortiert. Eigentlich alle, die ich habe. Nicht, weil die schlecht sind, weil die sind wirklich nicht schlecht. Aber ich habe halt solche Farben en masse in anderen Lippenstiften. Das Sammeln, ich liebe es zu sammeln, ja, aber ich möchte mir jetzt nur noch Farben holen, wo ich wirklich sage, yeah, obwohl die sind gut, aber... kommen weg, ganz einfach. Und das sind diese 6 Farben. Kann ich euch leider nicht mehr genau sagen, welche Farben das alles sind. Nur einmal Amazon Chic, Caramel NY, Elegant Nude, Hug Me und die anderen kann ich euch nicht mehr sagen, weil die ein bisschen abgegrabbelt sind von der Farbe her. Aber kaum verwendet. Also der eine ist mal ein bisschen mehr verwendet, der andere weniger. 6 Stück aussortiert. Und dann halt noch von Zoeva ein Lip Cranian in der Farbe Vintage. Der riecht total gut und ja, die Farbe ist total schön. Das ist so ein Nude, ja, mag ich total gerne, die Farbe, aber ich benutze ihn einfach nicht und deswegen kommt das auch weg. Und dann habe ich vor kurzem habe ich eine Leerpalette von Inglot aussortiert, ja, das ist, das sind diese hier, ne, die kann man ja sich selber füllen, wie man möchte. So, ich habe die Tage tatsächlich überlegt,
ja, soll ich die nicht einfach füllen mit Lidschatten von mir? Und dann habe ich tatsächlich mal ein bisschen nachgeguckt. Ich habe ja Inglot Lidschattenpaletten, 2 Stück, die sind voll. Und da sind tatsächlich 4 Lidschatten drin gewesen. Hier, da passen ja 5 rein, aber ja gut, dann hat man vielleicht noch eins, wo man gucken kann, ne? 4 Stück habe ich, die ich nicht mehr benutze. Und die werde ich jetzt da reintun. Aufschreiben, welche Farben dort drin sind. Und die werde ich dann auch im Kleiderkreisel stellen, diese Palette. Dafür werde ich hier so ein Klebeetikettchen werde ich nehmen und auf diese Palette kleben, um die jeweiligen Nummern der Farben, die da drin sind, drauf zu schreiben, weil die sind ja magnetisch. Das sind ja solche Freedom System Lidschatten und hinten drauf, ich muss das aufpassen, sonst geht der kaputt, also sonst fällt der mir nachher noch hin, und hinten drauf, ja, er will gerade nicht scharf stellen hier. Vielleicht ist es nur gerade bei denen, nehmen wir mal ein anderes, weil die werden wahrscheinlich alle so sein. Also auf jeden Fall steht hier hinten die Farbnummer drauf, ja? So. Seht ihr nicht, ist egal. Auf jeden Fall steht da hinten die Farbnummer drauf und wenn man sie einmal drin hat, ist das immer relativ schwer wieder rauszukriegen. Obwohl das eigentlich so geht, dass man die hier mit so rauskriegt. Also weil hier sind so an diesen Dingen sind Magneten hier dran und mit diesen Ecken soll man die angeblich rauskriegen. Kriegt man auch, also ich kriege das ab und zu hin, aber meistens nicht und deswegen habe ich mir auf meinen Paletten mich hinten alles draufgeschrieben, was drin ist. Ja, und da zeige ich euch am besten mal die Farben. Da habe ich nämlich einmal den allerersten Inglot Lidschatten, den ich mir gekauft habe. Das ist die Farbe, wo steht es? Shine 15. Ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt. Das ist so ein Orange-Gold. Den swatche ich euch mal. Die Pigmentierung ist megamäßig. Ich liebe Inglot Lidschatten. Und der changiert total schön. Also ihr müsst den einfach nur, ups, ihr seht schon, und fest hängt er schon, ne? Obwohl er noch nicht drin ist, einfach rein und, ne? Und eigentlich, seht ihr, eigentlich kann man den so rausholen. Normalerweise klappt es, aber nicht immer. So, auf jeden Fall, die Farbe ist nämlich dieser hier und der ist so schön, aber ich verwende ihn einfach nicht. Und oh, ich hoffe, man kann das erkennen, dass er so richtig schön changiert und den könnte man auch theoretisch als Rouge benutzen. Aber gut, was habe ich gesagt, Nummer 15 Schein? Hm. Genau, Shine 15. Boah, hätte ich vielleicht vorher machen sollen, ist natürlich super jetzt so. Shine 15. Dann habe ich diesen hier, den habe ich einmal verwendet, wenn es hochkommt. Die Farbe 605, das ist der hier. Das ist ein mega krasses kupferfarbenes. Also ihr werdet, also diese Pigmentierung, ey. Guckt euch das mal an. Der ist halt was dunkler und halt mega rostkupferrot. Dann tun wir daneben schon dieses hier. Achso, das habe ich, hab ich schon wieder nicht aufgeschrieben. Das habe ich gesagt, 605. Dann habe ich hier die Farbe 363, schreibe ich jetzt direkt auf. Und zwar ist das ein so ein braun-grau. Und ich kann mir vorstellen, wenn man den einzeln aufträgt und dann einfach nur ausblendet, so sieht das so richtig schön verrucht aus. Jaha. Und die letzte Farbe, wovon ich euch erzählt habe, ist auch ein super schönes Tönchen. Und zwar ist das die Farbe 55. Und das ist so ein Bordeaux-bärig. Also was viele, viele gerne mögen. Aber ja, ich mag es nicht so bei mir. Aber der ist schon toll. An solchen Farben muss ich immer an Melanie denken. Jan Melo Flori. So, das ist diese Farbe hier. Richtig schön sattes, mattes. Ja, die Farben sind schön, oder? Da sind dann quasi 2 schimmernde und 2 matte Farben drin und die Palette sieht dann so aus. Einer passt noch da rein und dann werde ich die so verkaufen. Ja. Ist dann keine Leerpalette mehr. Das war's. Ich habe wieder ein paar Sachen leer und zwar einmal das Frizzies, also das John Frieda Frizzies Traumlocken. Das ist ein Styling-Schaum, was aber überhaupt kein Schaumfestiger ist in der Sache, in dem Sinne. Und zwar ist das einfach ein Styling-Schaum, den macht man sich in die nassen Haare noch rein und lässt die Luft trocknen. Das mache ich halt meistens, das habe ich zum Beispiel gestern gemacht, habe meine Haare gestern gewaschen. Und dann tue ich den Primer von Frizzies rein und habe in
zum Beispiel gestern halt dieses Produkt mit in meine Locken reingetan. Das ist einfach ein Schaum. Nicht sehr griffig, eher ein bisschen, ja, wässrig ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber der ist halt nicht so schön fest, wie man das von zum Beispiel Duschschäumen gewohnt ist, ja. Aber ich finde das Ergebnis immer sehr schön. Also meine Locken, ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, die sehen schon ganz schön aus eigentlich. Die haben schön Leuchtkraft und so. Ja, auf jeden Fall glänzen sie halt relativ schön und ja, ich mag es. Also ich mag das Ergebnis, was das erzielt. Ich habe davon auch, glaube ich, noch zwei Backups und ja, mag ich immer wieder gerne. Kommt immer wieder rein. Ich, wie gesagt, habe noch welche. Deswegen kaufe ich es mir natürlich jetzt erstmal nicht neu. Dann habe ich von Gatsby das Glam Force aufgebraucht. Das ist das Haarspray von, ja, von Gatsby. Ja, ich mochte das auch sehr gerne. Habe heute Morgen auch den letzten Rest in meine Haare reingeklatscht. Würde ich mir neu kaufen. Habe allerdings jetzt noch andere Haarsprays. Das hier war zum Beispiel mal eine gute Alternative zu dem lilanen Happy Hour oder wie man das nennt. Ja, finde ich gut. Und dann ist ein Produkt von meinen Project Tan Pan also leer gegangen. Es sieht nicht so aus, als wäre es leer, aber es ist leer. Ich habe es nämlich auf dem Kopf stehen gehabt und habe es dann halt immer wieder den Rest da rausgeholt. Und zwar ist das von Avène, ist das die Cleansing Milk. Musste man halt immer, ich habe immer so einen Pumphub genommen, in meinem Gesicht verteilt, dann mit Thermalwasser eingesprüht und habe dann halt mit einem Pad das runtergenommen. Damit bin ich sehr gut gefahren, hat meine Haut sehr gut vertragen. Und ja, ist halt für sehr trockene Haut und sehr sensitive Haut. Und ich finde es sehr gut. Hat so um die 16 Euro gekostet. Allerdings bin ich jetzt froh, dass es leer ist, um ehrlich zu sein. Weil mich das mit diesen Wattepads morgens so ein bisschen genervt hat. Aber so an sich finde ich, ja, wem sowas nicht nervt, ist eine sehr gute Sache. Dann habe ich wieder ein paar Sachen aussortiert. Wer meine Decluttering's Aussortier-, Schminksammlungs-Videos immer gesehen hat, ich kann euch mal eine Playlist davon in der Infobox verlinken, weiß, dass ich ja im Moment so am Aussortieren bin, während ich meine Schminksammlung präsentiere. Und da sind wieder vier Sachen rausgekommen. Und zwar ist es einmal von Soft Fix, kenne ich gar nicht, Mix Match, ist es halt ein Pencil and Powder Shadow und also ein... Warte mal, ne? So, dann habe ich von 24 Stunden Color Tattoo habe ich den Permanent Taupe aussortiert. Achtet bitte nicht auf meine Nägel, ich habe sie nicht lackiert und so. Ja, auf jeden Fall ist der, hat er schon, der ist nicht, der war schon immer fester als die anderen vier, also Color Tattoos. Ist ein Ticken eingetrocknet, aber ihr werdet sehen, der funktioniert noch einwandfrei. Also, der ist halt immer schon fester gewesen, da kann ich mich dran erinnern. Den habe ich aussortiert und dann noch zwei. Dann habe ich noch zwei aus, die sind so wunderschön, zwei aus dieser Essence New League LE habe ich aussortiert. Das sind diese beiden hier. Die waren früher mal in einer LE und das ist das sind so Waterproof Creme Eyeshadows. Einmal der hier. Und einmal der hier. Und das ist einmal der kupferfarbene und einmal der champagnerfarbene. Sehr schön. Ja, die habe ich auch aussortiert. Die findet man jetzt auch im Kleiderkreisel. Ja, und bald geht es dann weiter. Jo, ich habe wieder ein bisschen was leer. Und zwar einmal Haushalt und zwar das hier. Das ist das Shetland Sanft Sommerzeit Weichspülerkonzentrat. Das ist eine riesige Pulle mit 1,5 Litern. Und das ist von Penny. Und meine Arbeitskollegin hat mich auf dieses Produkt gebracht. Und das riecht so toll, so intensiv nach Weichspüler. Das ist das Gelbe übrigens. Und ja, hält auch lange in der Wäsche, allerdings nicht ganz so lange wie Lenore. Ja, aber es ist trotzdem wahnsinnig gut. Und ich bin echt froh, dass ich für 69, 89 Cent oder sowas kostet das. Das ist echt astrein. Das ist, finde ich, aus den ganzen Discountern, finde ich, das Beste, was dem Lenore sehr, sehr nahe kommt. Dann habe ich hier von Rival de Lube das Hydro Aqua Spray mit Aloe Vera aufgebraucht. Das benutze ich ja immer, um nach meiner Gesichtsreinigung oder beziehungsweise bei meiner Gesichtsreinigung mir aufs Gesicht aufzusprühen, um danach mit einem Wattepad runterzunehmen. Ja, das ist halt auch leer gegangen. Ich habe davon noch en masse an Backup. Die kann man halt auch schön im Sommer als Erfrischungsspray nehmen oder halt, ja, was auch immer, ne? Also ist auch leer gegangen.
Und was ich auch leer habe, was, nein, es ist nicht leer, ich habe es verwendet, und zwar ist es eine Parfümprobe von Yves Saint Laurent, Mon Paris heißt das. Und das riecht mir viel zu süß. Also es muss ich abgeben. Mag ich nicht. Mag ich überhaupt nicht. Dann ist aussortiert eine Yankee Candle Kerze, und zwar ist das die Water Garden Lighter. Das ist diese hier. Sie riecht total nach frischer Wäsche, ja. Also megamäßig. Weil ich liebe ja frische Wäschedüfte, aber ich nehme sie nicht wahr, wenn sie an ist. So kalt nehme ich sie voll wahr. Ja, sie duftet sehr stark nach frischer Wäsche, so total nach Lenore. Und ich finde auch dieses Label mega schön. Und vor allen Dingen ist es eine Premium-Kerze, ja. Es ist halt so quasi wie eine Limited Edition. Es ist halt so eine, wie so eine Art Amerika, so US-Special fast, ja. Es ist halt eine Premium-Kerze. Gibt es halt nicht für immer hier in Deutschland im Standardsortiment. Und ja, es ist total schade, weil weder ich noch mein Freund nimmt sie wahr. Und das haben wir ja auch bei Soft Blankets, habe ich das zum Beispiel. Während Melanie von Kanal Melo Flori zum Beispiel, das ist ihre Lieblingskerze, die nimmt sie total wahr. Nehme ich überhaupt nicht wahr, genauso wie die. Und deswegen sortiere ich die jetzt aus und werde dann mal schauen, dass ich in diesen besagten Facebook-Gruppen, wo ich so drin bin, dass ich mir dafür eine andere Kerze aussuchen kann, dass mich jemand mit mir tauscht in dem Sinne. Und dann habe ich hier noch einen total süßen Pinsel aussortiert, und zwar ist der von Kiko. War ein LE-Pinsel, und zwar ist er so abgeschrägt, wie man sieht. Ich habe gedacht, ich könnte damit gut arbeiten, aber ich komme da überhaupt nicht mit klar, obwohl er super weich ist, ja, wirklich mega weich. Aber ich habe den jetzt aussortiert, ja, weil ich den einfach nicht verwende. Und ich habe den für Rouge verwendet, wenn überhaupt mal. Und ja, jetzt kommt er weg. Ich habe wieder so ein bisschen was leer und aussortiert. Ich sage euch erstmal die zwei oder eineinhalb Produkte, die ich leer habe. Und zwar einmal von Sayos eine Spülung. Total bescheuert, ich weiß, dass ich die in die Kamera halte. Das war so ein Conditioner, den habe ich von der Christina im Tauschpaket gehabt. Und ich möchte die jetzt einfach aufbrauchen. War jetzt nichts Besonderes, ne? Obwohl ich eigentlich immer finde, dass in diesen Haarfärbedingern, nicht, dass ich damit total Erfahrung habe, aber ich weiß noch, früher hatte meine Mama, wenn die sich Haare getönt oder gefärbt hat, habe ich immer die Kuren oder Spülungen davon gehabt. War immer ganz cool. Aber das hier fand ich jetzt nicht wirklich wunderbar. Was ich richtig gut allerdings fand, war von Lenore das Parfumelle Perle und Pfingstrose. Das ist ein Weichspüler. Den fand ich ganz schön. Bin ja eh so ein Weichspüler-Freak. Ich glaube, diesen Monat hatte ich schon mal einen Weichspüler, glaube ich, ne? Ja, mag ich. Oh, der duftet schon sehr schön. Ja, Lenore bleibt ja auch, finde ich, sehr lange in der Wäsche, und kann ich immer wieder würde ich es benutzen. Und dann habe ich übrigens was, wo ich mir noch nicht sicher bin, ob ich euch das schon gezeigt habe hier diesen Monat im aussortierten Bereich. Und zwar habe ich nämlich meine Yankee Candle Water Garden aussortiert, bei Facebook drin steht. Aber wenn ihr Interesse habt, könnt ihr mir auch gerne mal schreiben, auch bei Instagram gerne. Dann habe ich wieder etwas aussortiert. Kommt mal her. Ich habe nämlich einen Lippenstift aussortiert, und zwar von Make-up Store. Das ist dieser hier, das ist die Farbe 404 Matt. Ist tatsächlich eine sehr schöne Farbe, aber ja, mir zu pink, und deswegen gebe ich ihn ab. Er kommt jetzt auch in den Kleiderkreisel und fährt los. Genauso wie die anderen Sachen hier, habe ich vor Ewigkeiten mal gekauft gehabt. Was heißt Ewigkeiten? Es ist schon was länger her. Ist auch, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich euch das gezeigt habe. Und zwar ist es halt von Guerlain. Es ist halt ein Puder, das hatte ich mal im Kleiderkreisel, habe ich mir ergattern können. Ich habe es allerdings gar nicht verwendet, genau wie die Vorgängerin. Ich glaube, ich bin zwei, dreimal reingegangen. Es war einfach dann doch ein bisschen zu dunkel für mich. Und die Farbe sieht übrigens so aus. Ist ein wunderschönes ja, Produkt. Man sieht richtig, dass es halt wirklich so gut wie nicht benutzt worden ist. Die Verpackung ist auch voll schick. Ja, heißt Terracotta Light. Für Brünette. Ja. Ich bin total. Das sieht gar nicht gut aus jetzt gerade im Moment. Ja. Ist halt auch ein Produkt, was ich auch aussortiere. Genauso wie die Visibly Clear Correct and Perfect Neutrogena CC Cream ist das, ne? Genau. Die CC Cream, die trage ich heute. Und ich bin damit so nicht so angetan. Ich finde, ich sehe aus, als wäre ich krank. Vielleicht liegt es auch an der Farbe oder sowas, ja. Also sie deckt wirklich gut ab, aber
ist nicht so, glaube ich, was für meine Haut. Also dafür habe ich dann doch andere Make-ups, die doch besser sind. Dann, wie ihr wisst, habe ich schon viele meiner MAC-Lidschatten habe ich ja schon aussortiert und habe tatsächlich noch 2 Stück gehabt, die ich mir noch dagelassen habe aus meinen Paletten, aber ich werde sie jetzt auch abgeben. Das sind 2 kleine Lidschattenpäckchen. Ich hatte die Verpackung Gott sei Dank noch. Das ist einmal Naked Lunch und einmal Era. Das sind 2 Lidschatten Refills. Naked Lunch ist ein schimmriger Ton, der ist halt sehr Champagner-mäßig und Era ist ein super Verblendeton. Also wenn ihr da auch Lust drauf habt, ne? Dann habe ich von NARS einen Blush wieder aussortiert. Ich hatte ja schon mal vor kurzem einen Blush von NARS aussortiert, das Amour. Und jetzt gebe ich meinen Deep Throat ab, weil ich es einfach nicht verwende, weil es mir doch ein bisschen zu peachy ist. Ja, schade drum, aber durch mein ganzes Schminksammlungsvideo abdrehen fällt mir dann doch auf, wie viel ich nicht verwende. Und das ist schade drum und bevor es weggammelt, sortiere ich aus. Genau wie Glow Kit von Anastasia Beverly Hills. Da habe ich ja das Gleam. Allerdings muss ich dazu sagen, ich werde es nicht komplett abgeben. Ich gebe nur die beiden oberen ab. Das ist einmal Hard Candy und Mimosa. So, Hard Candy ist ein richtig krasser, jonglierender Ton, während Mimosa so ein goldiger Highlighter leicht schon ins Bronzige geht. Die beiden unteren behalte ich selber. Ich gebe die jetzt einzeln ab oder zusammen. Wenn man die zusammen mir abkauft, dann werde ich die Verpackung mit abgeben. Wenn sie einzeln verkauft werden, dann werde ich die Packung selber behalten und für meine anderen Highlighter verwenden. Ja, aber die oberen beiden werde ich einfach nicht verwenden und dafür sind die dann doch zu teuer. Das war's erstmal. Es ist wieder was leer. Oder beziehungsweise so ein wenig leer. Und zwar habe ich nämlich hier meine erste, aber es ist halt schon eine der wenigen, die ich aufgebraucht habe. Und zwar eine Yankee Candle. Ich stelle mal eben hier oben hin. Meine Yankee Candle Peony, das ist einer meiner, ich habe davon auch ein Backup, weil ich die wirklich sehr gut finde, ist leer. Da ist noch ein Stückchen drin. Ich habe sie ausgemacht. Normalerweise gehen die von alleine aus, wenn dieser Sicherheitsabstand nur noch da ist, bevor die zu heiß wird oder was auch immer. Ich habe sie das letzte Mal brennen gehabt und das Glas wurde sehr heiß. Also ich fühle da normalerweise nicht dran, aber für meine Verhältnisse, also ich habe da dran gefühlt und ich dachte mir, oh, heiß. Mach sie aus, mach der raus, aus dem Rest tat's. Deswegen ist da jetzt noch so ein guter Daumenbreit, ist da jetzt noch drin. Und Leute, das ist so heftig. Hier unten ist so viel Duftöl drin. Wenn man das auf den Kopf stellt, läuft das schon hier runter. Seht ihr das? Also mega krasser Duftöl und dieser Duft, der ist halt Peony, ist Frühlingsrose und der ist so schön. Ich habe den gerne im Badezimmer brennen gehabt, wenn jetzt welche Gäste kamen, dann haben die immer gesagt, boah, das riecht aber gut bei euch im Bad. Ja, das ist meine Duftkerze. Und aber auch so, ich finde, das ist halt ein total blumiger Duft, der so wie frisch geschnittene Rosen riecht. Also finde ich noch besser als Fresh Cut Roses von Yankee. Ja. Und der ist jetzt quasi aufgebraucht. Dann habe ich noch etwas von Yankee Candle. Und zwar habe ich mal ein Tarte aufgebraucht. Und zwar Driftwood. Leute, Driftwood. Oh Gott, wirklich. Also, das entwickelt sich zu meinem Lieblingsduft. Weil es ist holzig. So Sandelholz oder irgendwas Holziges auf jeden Fall. Und dann sowas Frisches. Aber trotzdem warm und Gemütlichkeit. Und boah, das ist mega. Ich finde den super mega geil und davon habe ich auch Kerze. Dann hat mein Freund leer gemacht das Nivea Original Care Duschgel von Nivea. Und dann habe ich natürlich zu ihm gesagt, und wie fandest du es? Er meinte so, war ganz gut, aber weil hier steht nämlich drauf Körper, Gesicht und Haar und er hat sich damit auch die Haare gewaschen und er meinte, er hat es auch alles getan, ne? Aber für die Haare ist es zu schwer, weil, also das sind meine Worte, weil er meinte, das war für meine Haare, war das zu cremig, ich habe die nicht richtig stylen können. Also denke ich, weil es dieses Pflegende da drin ist, das ist einfach für, weil mein Freund, der hat eigentlich trockenes Haar, normalerweise hätte ich mir vorgestellt, dass es gut ist für ihn, aber wohl eher nicht. Er meinte, wie gesagt, er hat damit nicht stylen können. Also für Jungs, die
vielleicht das Duschgel auch als Haarshampoo benutzen, ist das vielleicht nicht das Beste. Dann habe ich etwas für den Popo gehabt, und zwar die Supersoft feuchtes Toilettenpapier Fresh mit Aloe Vera. Das sind diese hier. Ja, halt feuchtes Toilettenpapier. Ne? Ich hoffe, ihr, der Ventilator hier im Hintergrund, der stört euch nicht, weil wegen dem Geräusch und so. Aber es ist sehr warm. So, dann habe ich von Florena die mattierende Tagespflege. Hier so ein kleines Tübchen aufgebraucht bei meinem Schminkschrank hier drin. Ich persönlich würde mir keine mattierende kaufen, aber die hatte ich mal irgendwo als Pröbchen drin. Und dann habe ich sie immer mal verwendet für so kurz so ein bisschen an den Augen oder am Mund oder so. Dann habe ich von Garnier die wahre Schätze. Hier diese Haarkur aufgebraucht. Jeder ist ja total begeistert von dem Duft. Ich finde, der Duft ist jetzt nicht scheiße, aber er hat mich jetzt auch nicht vom Hocker gehauen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ja, und jedes Mal, wenn ich die verwendet habe, haben wir uns am nächsten Tag in der Dusche fast das Genick gebrochen, weil die wahrscheinlich so krass mit diesen Ölen da drin ist. Ich habe immer wieder, habe ich danach ausgespült, aber es war trotzdem immer glatt bis zum geht nicht mehr. Und mein Freund, der hat immer gesagt, du willst mich umbringen. Ja, und deswegen, nein, ich will ihn nicht umbringen. Und deswegen, es gibt genug andere Haarkuren, die mindestens genauso gut sind und die nicht ein Attentat mit sich führen. Die werde ich nicht mehr kaufen. Und dann ist eine Schaumseife leer gegangen, und zwar die Garden Eden. Das ist die, ja, die haben wir ganz gerne benutzt. Schaum finde ich ja immer toll, aber jetzt im Moment benutze ich, habe ich in meinem Spender reingetan, mein Duschgel von Crackle Moon, das Marshmallow-Gedönse, weil, ja, man hat mir gesagt, auf der Haut riecht das viel zu süß, und habe ich gedacht, komm, dann tue ich das in der Handseife rein. Da ist das ja nicht auf der Haut, ne? Aber ich finde, mag den Duft persönlich sehr. Ja, aber das war auch gut. Wird bestimmt nochmal nachgekauft. Ich habe wieder so zwei, drei Sachen leer. Und zwar ist es einmal das Darf. Wie heißt das eigentlich? Das ist irgendwas, eine Haarkur gegen Spliss ohne Ausspülen. Das ist diese hier. Andersrum, glaube ich, wieder. Das ist dieses hier. Das habe ich mir mal, glaube ich, bei Action gekauft für 2-3 Euro um den Dreh. Kaufe ich mir aber nicht nochmal nach. Also ich finde, das hat jetzt nicht wirklich irgendwas mit meinen Haaren gemacht. Ich habe halt hinterher, als es fast leer war und ich kaum noch was rausgekriegt habe, habe ich da ein bisschen Wasser reingetan und habe das dann halt wieder verwendet. Ne? Also ein bisschen flüssiger war es dann. Aber ich habe wirklich nichts gemerkt. Also meine Spitzen, die sind halt sehr trocken. Ich habe die gestern sogar einfach ein bisschen mit der Küchenschere abgeschnitten. Ich fand es jetzt nicht bombastisch, nee. Dann habe ich wieder ein Deo leer gemacht, und zwar ein aluminiumfreies, was demnach natürlich auch jetzt nicht jeder weiß, wie lange hält. Allerdings riecht das schon lange nach Deo. Es hält natürlich nicht den Schweiß weg, ne, um Gottes Willen, aber es riecht lange nach Deo, und das finde ich dann halt bei einem Deo ohne Aluminium, finde ich das gut, und vor allen Dingen dieser Duft ist natürlich voll Nivea und mag ich. So, und dann habe ich von Isana Professional die Haarkur Intensiv 13 in einen leer gemacht, und die fand ich sehr gut. Die würde ich mir nochmal neu kaufen, vor allen Dingen habe ich die halt im handtrockenen Haar reingetan, wenn ich meine Haare gewaschen habe, und habe Dutt gehabt und bin damit dann ins Bett gegangen, fand ich sehr gut. Was habe ich hier? Naja, bin dann ins Bett gegangen, und am nächsten Morgen hatte ich meine Haare schön. Ja, du hast die Haare schön. Ja, kann ich nur empfehlen bei trockenen Haaren und auch bei Locken und so, finde ich sehr gut. Isana, Hausmarke, Rossmann. Und dann habe ich hier noch etwas, was ich einen von beiden aussortieren werde. Und zwar geht es um ein Dupe. Und zwar ist es ein Nagellack-Dupe von Essie Wicked und Maybelline Color Show Burgundy Kiss. Und Leute, das ist 1:1, wirklich 1:1 ein Dupe. Und auch in der Haltbarkeit, megamäßig. Ich bin ja eh ein Fan von den Color Show Nagellacken. Und ja, deswegen... Ich finde den Pinsel von Essie ein Ticken besser, aber ich sag mal so, wenn ich einen von beiden dann im Kleiderkreis verkaufen möchte, geht der Essie natürlich besser weg als der Burgundy Kiss, und deswegen behalte ich Burgundy Kiss, und Essie kommt weg, weil ich brauche ja nur einen von dieser Farbe, das wäre ja dann Schwachsinn. So, meine Lieben, das war mein Aufgebraucht-Video mal anders. Ich mag diese Videos ja sehr, weil ich sehe dann am Ende, wenn ich es schneide, sehe ich dann immer, ah, was habe ich alles ausgegeben, also wie viel, weil ich schreibe jetzt mir in der Infobox immer, wie viel ich pro Monat so ausgebe, damit ich da so einen Durchschnitt habe, was ich so im Jahr ausgebe.
wie viele Haushalt, wie viele dekorative Kosmetikprodukte und so weiter. Das sitze ich alles in Infoboxen. Das ist für mich selber immer total interessant und hoffe für euch auch. Und ich hoffe, dass das Video euch natürlich wieder gefallen hat und wir uns dann beim nächsten Video wiedersehen. Bis dahin. Tschüss.